Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash Royale. Heute werden wir ein paar Live-Angriffe machen und zwar mit diesem Deck. Das sind die Pfeile, das Koboldfass, der Freeze, der Hogrider, der Magier, das Riesenskelett, die Speerkobolde und die Barbaren. Und ja, wir werden einfach mal schauen, was wir so reißen können. Ich kann jetzt nicht garantieren, dass wir gewinnen werden, aber hoffen wir. Ich bin momentan auf 1557 Pokalen. Einfach. Wir springen auch schon ins erste Match. Das Ganze gegen irgendeinen Chinese oder Japaner. Und ich habe nicht so gute Karten zum Anfangen. Ich werde ihn jetzt seinen ersten Push machen lassen. Und den halt dann abwehren. Okay, er setzt eine Barbarenhütte. Dann komme ich jetzt mit einem Riesenskelett und einem Hogrider. Ah, shit. Er hat das Ganze ziemlich gut abgewehrt. Und die Barbaren werden nicht mal damit sterben. Okay, das war ziemlich gut. Muss man lassen. Hier werden wir das Ganze mit unseren eigenen Barbaren, die das Ganze eigentlich auch gewinnen sollten, weil wir auf unserer Seite kämpfen. Jetzt werden wir mit unserem Koboldfass reingehen. Und hier werden wir das Ganze mit den Speerkobolden ab. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen leise bin, ich muss mich halt konzentrieren. Und ja, es sieht gut aus. Wir kriegen seinen rechten Turm ziemlich gut down. Entschuldigung, wenn ich hier leise bin, ich muss wirklich mich konzentrieren. Auf der linken Seite setzen wir einen Magier. Was? Ein Königsriese? What the fuck? Okay, das ist ein bisschen komisch. Der ganze... Alter. Okay, das war ziemlich gut von ihm. Er hat mich ziemlich gut gezockt. Aber wir können jetzt noch einen Push machen. Auf der linken Seite. Setzen jetzt vielleicht auf der rechten Seite einen Goblin Barrel. Sein rechter Turm ist down. Sein linker Turm hat auch nochmal ziemlich viel Schaden genommen. Gut, jetzt wird er wahrscheinlich wieder pushen. Oder wird wieder seine Barbarenhütte setzen, schätze ich mal. Wir müssen jetzt mal schauen. Okay, wir pushen Hogrider Freeze. Auf jeden Fall. Okay, yes, Leute, wir konnten alles freezen. Das war ziemlich gut. Und konnten mit den Pfeilen auch noch mal ziemlich viel mitnehmen. Wenn wir Glück haben, zerstört er nicht mal unseren linken Turm. Aber was ich nicht glaube, oh ja, der Königsriese. Okay. Das ist Spamdex normalerweise. Aber ich muss sagen, der hier stellt sich ein bisschen... Leider eine Minion-Horde Level 8, die mein Magier nicht one-hitten kann. Trotzdem kann ich das machen. Ich werde jetzt hier hinten mal meine Pfeile hinsetzen. Und eine Magier. Und ich glaube, das ist ein gewonnener. Wir können noch unseren Hogrider setzen und dann noch unser Koboldfass und noch kriegen. Hoffentlich kriegen wir ihn noch. Nein? Okay. Aber ja, unseren Pfeilen sollten wir das Ganze dann schaffen. Gutes Spiel, nicht schlecht von ihm. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir einfach gleich nochmal ein Spiel im Anschluss. Ich werde jetzt hier keinen Cut setzen, sondern einfach direkt weitermachen. Genau. Gut, kommen wir jetzt zum zweiten Kampf. Wir spielen schon in Bauarbeiterwerkstatt. Ist jetzt für mich nichts Neues, weil ich schon da oben war. Aber ja, ist mal nicht schlecht. Wenn wir eine Kiste kriegen, dann kriegen wir den Golem oder sowas. Und er schmeißt jetzt sein... was ihm ziemlich viel Elixier kostet und dadurch können wir pushen. Ja, ja, seinen Turm einfach gleich down. Ja, wie nice. Das war gerade richtig cool. Wir haben einfach seinen Turm gleich am Anfang raus und gebracht. Wir werden jetzt hier freezen und dann hier die Pfeile. Oh nein, er wird unseren Turm zerstören, hundertprozentig. Ja, und ein Koboldfass. Kacke. Gut gespielt von ihm. Muss man ihm lassen. Er hat sogar noch meine Barbaren gut abgewehrt. Mit seinem Magier.
Nicht schlecht schreiben wir, weil es war wirklich nicht schlecht. Und... Oh shit, wir haben nichts, um das zu verteidigen. Kacke. Der Magier wird sich hoffentlich darum kümmern. Hoffentlich bitte, Magier, überlebst. Ja, danke. Ich weiß nicht, Leute, sollen wir auf den Brunnenturm pushen? Wisst ihr was? Wir versuchen es einfach mal. Schauen mal, was passiert. Es setzt eine Hexe und einen Riesen. Wir werden das Ganze nutzen, um einen Koboldfass auf seinen Turm zu schmeißen. Auf seinen grünen Turm, jetzt wo das Riesenskelett für mich tankt. Oh ne, hat gar nicht funktioniert. Hoffentlich wird die Bombe noch viel mit in den Tod reißen. Ich denke schon. Gut, wenigstens das noch. Ich würde sagen, wir pushen nicht auf den Kronenturm, weil... Nee. Der hat noch zu viele Leben. Ich würde sagen, wir pushen hier mit Barbaren. Oh, Minion wurde. Sofort blocken. Oh, Kacke. Können wir da bitte noch Schaden machen? Bitte. Ja, zumindest ein wenig. Hier setze ich ein Riesenskelett, um zu tanken. Oh nein, Leute. Sperrkobolde und jetzt brauche ich meine Barbaren. Sofort meine Barbaren. Kacke, er wird meinen Turm hundertprozentig zerstören. Er hat überlebt, mein Turm hat tatsächlich überlebt. Aber zu welchem Preis? Ja, hier kommt die Rakete. Das Ganze hat gar nichts gebracht. Aber wir könnten das sogar noch schaffen, wenn wir jetzt Glück haben. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben tatsächlich noch seinen Turm geholt. Ich weiß nicht, das Ganze könnte jetzt ein Unentschieden werden. Oder er gewinnt noch das Ganze. Weiß ich jetzt nicht. Wir haben auf... So, und dann ist es auch passiert. Mein Aufnahmeprogramm ist abgeschmiert. Ich habe jetzt circa wieder an den Punkt hingespult. Ist halt jetzt ein Replay. Ich drücke jetzt auf Play, dann werdet ihr das Ganze noch fertig sehen. Genau, wir waren hier an dem Punkt, wo sein Turm noch 804 Leben hat und wir wollten Hog Rider Freeze pushen. Was wir dann auch letztendlich gemacht haben, um dann seinen Turm, genau, zu zerstören. Das war eigentlich alles, ich wollte es nur vollenden, damit ihr wisst, wie es ausgegangen ist. Und am Ende noch euch was fragen, und zwar sind oder lieber Live-Angriffe. Weil ich kann beides machen, aber ihr müsst mir halt dann schreiben, was ihr lieber mögt. Und ja, das war's dann auch mit dem Clash Royale-Video. Wir sehen uns beim nächsten. Bis dann!